Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Bloody Platin, liebe Leute. Yo, im letzten Part, da haben wir ewig lange rumgemacht hier in einem scheiß Siegesstraße gedöns. Und wir werden jetzt in diesem Part da wohl hoffentlich mit abschließen können mit der Siegesstraße. Ja, Pokémon, wir wechseln mal hier Neos und LPM an die Startfront, weil ich schon ein bisschen reingeguckt habe, was der nächste Trainer für Pokémon hat. Wir müssen diesen Opa hier platt machen. Jo, das machen ja hier viele Jugendliche in Deutschland. Einfach mal ein paar Opas platt machen, so, ne? Das ist ja schon gang und gäbe. Das können wir also auch so umführen oder umsetzen. Und der gute Mann hat Relaxo. Dann machen wir hier mit Himmelhieb einfach mal drauf. Da hauen wir einfach mal fett in die Fresse rein, ne? So, das ist ja toll. Und da kam der Eistee. Ich habe wieder Eistee getrunken. So ist das Leben, da bin ich nämlich fitter, da bin ich hier richtig gut drauf, wenn ich hier Eistee trinke. Und der Relaxo, das ist übrigens eins meiner Lieblings-Pokémon, weil er so schön epic ist, ganz einfach. Ja, den haben wir weggebollert und dann wechseln wir mal aus. Und zwar wechseln wir, das war jetzt, Und zwar wechseln wir jetzt einfach mal eiskalt auf Legan. Vor allem eiskalt auf Legan. Versteht ihr? Lustig? Nein? Pech. Okay, Impergator. Es fängt natürlich an zu hageln. Hagelalarm immer gut. Und Holzhammer. Drachentanz steigert Initiative und Angriff. Und wir hauen hier mit Holzhammer schön mal drauf, so, ne? Guter Holzhammer. Und dürfte eigentlich, ich schätze mal, One-Hit sein, eventuell, ich bete zumindest, dass es so ist, yo, down. Wir kriegen natürlich Rückschlagsschaden, welchen wir natürlich locker verkraften können. Ja, und weg damit. Jetzt kommt der dritte Heino. Und der dritte Heino ist ein Despota. Yo, Despota, das war total klar. Nee, war es eigentlich nicht. Und, ja, gegen Despota. Was setzen wir da Feines ein? Ich muss mal kurz überlegen. Was haben wir denn Feines? Ja, wir wechseln bei Despota. Das hätte ich eigentlich machen sollen. Und zwar wechseln wir auf Heimdall. Da haben wir nämlich den effektiven Vorteil von Erdbeben. Jo, Steinkante ging daneben. Der Schnee, dieser Sandsturm tobt, aber natürlich keine Wirkung auf Heimdall, da es ein Pflanzen-Boden-Pokémon ist und Boden-Pokémon keinen Schaden vom Sandsturm nehmen. Geh von dannen, Despota! Dich wollen wir hier nicht sehen! Du warst nicht eingeladen zu diesem Let's Play, Despota! Und deswegen überlebst du diesen Angriff und verschwendest deinen letzten Atemzug mit einem Drachentanz! Deshalb werden wir dich jetzt gnadenlos mit einer total schwachen Attacke. Nein, denn wir nicht. Denn wir müssen ja damit rechnen, dass du, lieber Despota, dein Trainer, ein Tranktrainer ist. Und das ist er nicht. Nehme ich an. Heimdall hat ordentlich eingesteckt, aber ich denke mal, Erdbeben dürfte jetzt das Feld räumen. So, ne? Ist ja logisch. Und wir versuchen jetzt selbstverständlich, die Parts wieder kürzer zu halten. Wir sind kurz vor der Top 4. Und ich hoffe doch, dass wir den ersten der Top 4 reinkriegen. Und ich bin schon so gespannt, was der für Typen so mit sich bringt, so, ne? Ja, dann gehen wir mal hier weiter. Und ich werde sinnlose Gebiete ausblenden. Wir brauchen Finsteraura nicht. Die TM, die es hier auf der anderen Seite gibt, die benötigen wir nicht, denn keins unserer Pokémon kann Finsteraura erlernen. Deswegen kraxeln wir jetzt kurzerhand hier hoch. Und beginnen diesen Kampf mit, ich glaube, Legan. So, dann gehen wir mal ins Geschehen rein, gucken uns an, was dieser Trainer für uns so parat hält in seinem Team, in seinem Pokémon-Team. Oh, das ist ein Drachenprofi und er beginnt mit Altaria, welches eine Vierfachschwäche Eis hat, weil es ein Drachen-Pokémon ist. Aber selbst wenn es kein Drachentyp wäre, hätte er Eis als Schwäche. Ups, Schluck auf ohne Ende. Ups. Weil es natürlich ein Flug-Pokémon noch dazu ist. Drachenpuls sollten wir eigentlich überleben. Eigentlich, so ganz eigentlich. Und Blizzard natürlich One-Hit. Bin ich mir ziemlich sicher.
normalerweise, bitte, wenn ich ganz lieb bitte sag, würde ich schon sagen, dass es klappt. Ich habe ganz lieb bitte gesagt und es hat geklappt. Also Leute, nicht vergessen, immer lieb bitte sagen. Und hier kommt der nächste Kandidat. Wer ist denn der nächste? Hm? Ein Glurak, ein nettes, liebes Glurak. Bei Glurak wechseln wir auf Neosan LPM aus. Denn Glurak hat ja bekanntlich... Glurak ist übrigens kein Drachen-Pokémon, sondern ein Feuer-Gesteins-Pokémon. Und hat eine Vierfach-Schwäche... Gestein? Feuerflug, Feuergestein, bin ich behindert. Feuerflug und es hat natürlich eine Vierfach-Schwäche Gestein. Sollten wir diese Hitzewelle überleben, dann ist Glurak von dannen. Denn er kann auf gar keinen Fall einen Steinhagel, der trifft, überleben. Und ich habe gerade das schlechte Gefühl, dass wir nicht überleben werden. Und wir haben nicht überlebt. Unser perfekter Plan war doch nicht ganz so perfekt. Aber sowas soll vorkommen. Das habe ich auch schon gehört. Sowas soll mal vorkommen. Deswegen werden wir jetzt Takaya in den Kampf schicken. Und der sollte das Problem mit einem Surfer lösen können. Da wir ein Pflanze-Wasser-Pokémon sind, sollten wir das überleben. Oh yeah. Glurak wurde von seinem eigenen Rückstoß getroffen und somit sollte Surfer eigentlich Gluraks Schicksal besiegeln. Glurak, auch eins meiner Lieblings-Pokémon. Ich liebe die erste Generation. Mit Garados, Glurak, Relaxo, Electek sind tolle Pokémons, meiner Meinung nach. Also vom Aussehen jetzt. Dragoran, der Pimp vom Dienst, ist da und wir werden... Den Pimp gegen unseren Legan, unseren Gärtner, unseren kauzigen Gärtner, unseren Dumbledore, unseren Hagrid, unseren Weihnachtsmann auf Teilzeit, unser teilzeitarbeitender Weihnachtsmann, der jetzt vom Wutanfall höchstwahrscheinlich gestorben ist. Verfluchte Axt, Leute, verfluchte Axt. Ja, was werden wir jetzt machen? Dragoran ist eine Bestie, das ist ein Monster, ein Monstrum, ja. Wir werden es mit Sparta versuchen. Dragoran ist ja nur ein Drachen-Pokémon mit nur Schwäche Eis und Drache. Ich frage mich, ob er Schwebe hat. Dragoran hat zusätzlich noch Schwebe, Leute. Ich hasse mein Leben. Nur, dass ihr es schon mal wisst, ich hasse mein Leben. Nein, nicht wirklich, aber... Ihr seht es ja selber, wir hätten Dragoran so schön mit einem Blizzard kaputt machen können. Stattdessen haben wir unsere ganze Kraft gewastet. Und ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt mit KP Erholung und mit... hier, wo haben wir denn hier? Beleber, haben wir auch noch einen Top-Beleber? Nein, haben wir nicht. Da muss der Beleber her und der belebt Legan wieder. Ich weiß, es ist ein Beleber, den wir verschwendet haben dadurch, aber muss sein, denn Legan ist unsere einzigste Hoffnung. Wutanfall. Gleich dürfte Dragoran verwirrt sein. Sparta ist natürlich tot. Und der Part geht wieder unglaublich lange. Leute, ihr denkt euch schon so, boah ey, Siegelstraße ist so behindert, Junge. Aber wenn ihr das schon behindert findet... Dann wundert euch nicht, wie behindert es noch werden kann. Wir schicken Legan in den Kampf und machen auf gut Glück. Legan ist definitiv One-Hit, wenn es getroffen wird. Ist verwirrt, komm, trifft dich selber bitte einmal. Setzt Wutanfall ein! Ich hasse mich selber, ich hasse mich. Bitte überlebe, bitte. Ups, sorry fürs Husten. Auch noch ein Volltreffer, Leute. Boah, ich hasse es. Da 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 da, ich hasse es. Falls ich euch noch nicht gesagt habe, ich hasse es. Heimdall, zeig was du kannst, mein kleiner Heimdall. Knirsch ihn kaputt, du kleiner Heimdall. Heimdall, 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 knirsch und mach kaum Schaden. Komm, triff dich selber, Dragoran setzt Wuteinfall ein. Wutanfall. Haut uns vom Feld, Dragoran ist der Held und wir sind kacke, denn wir sind kein Dragoran. Dieses Lied ist behindert und kann mich singen hören, das interessiert mich aber einfach gar nicht. Ja, Knirscher, komm schon Knirscher, knirsch ihn kaputt, Junge. Und jetzt kommt so ein hässlicher Trank, dann werde ich so böse. Komm, treff dich selber, Dragoran, setz Wutanfall ein. Dragoran.
Du bist gemein, Dragoran, du Schwein. Mann, Dragoran, jetzt hängen wir so lang an Dragoran. Und jetzt kippt er von, bestimmt vom Hagelsturm um. Dann echt. Nicht ganz. Komm, Takaya, mach den Rest. Bitte, bitte, bitte. Surfer. Jo, wir gehen zuerst. Kein Trank. Es wäre auch sehr unverschämt, einem Dragoran-Trainer einen Trank zu geben. Und ja, wir haben endlich den Drachenprofi besiegt. Und ich heile kurz mit Items und deswegen cutten wir gleich ganz kurz. Oder nein, weißt du was? Cutten ist für Anfänger, wir cutten nicht. Du bist entkommen. Und ich weiß, es verursacht Asynchronität, aber ich werde jetzt kurz spulen. Wo ist es denn? Da. Ihr könnt euch selber vorstellen, wie lange das jetzt gehen würde, wenn ich das nicht spulen würde. Wir heilen nämlich unser ganzes verdammtes Team auf. Oh ja, Leute, oh ja. Denn ich ahne, dass ein kleiner Freund auf uns warten wird. Bevor wir die Siegestraße verlassen. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, dass die Siegestraße gleich vorbei ist. Ja, Leute. Mal gucken, was da jetzt auf uns wartet. Vorspulen wieder raus. Ein wildes Pokémon. Ein verdammtes Macho Mai. Die Motorsäge ist wieder am Start. Die Motorsäge legern. Ja. Was machen wir denn jetzt? Wir schicken jetzt mal Takaya an die Front. Frag mich nicht, wieso. Oh, jetzt habe ich schon wieder Vorsprung gedrückt. Es passiert nichts. Nicht gegen unseren Rivalen kämpfen? Das ist doch... Da stimmt doch irgendwas nicht. Nicht gegen unseren Rivalen zu kämpfen. Naja, egal. Kaskade nach oben. Und wir sind da. Die Pokémon-Liga. Ja, wir hätten uns das Heilen sparen können. Juhu, ich bin so behämmert. Ja, wir speichern jetzt erstmal in der Pokémon-Liga ein. Einspeichern. Ich meine natürlich, erstmal Topfit hier machen, so, ne? Und dann gehen wir doch mal hier den guten Mann... Ach, ich wusste doch, dass Kahn kommt. Halt! Geh nicht ohne mich! Da willst du auch in die Pokémon-Liga, stimmt's? Deswegen bin ich auch hier. Mal sehen, wer von uns besser vorbereitet ist. Kämpfen wir! Epischer Kampf gegen Kahn. Oder auch Trainer Edgar, weil es ein Fehler ist. So, und er fängt mit Ramaidon an. Oh, episch. Ramaidon gegen Takaya. Okay, wir werden Ramaidon mit einem Surfer attackieren. Das dürfte eigentlich sehr effektiv sein und logisch sehr effektiv. Oh, Leute, ey. Epischer Kampf. Ramaidon ist One-Hit und weg. Was kommt jetzt Nettes? Kramchef. Pokémon wechseln. No risk, no fun. Ah, warte mal, Kramchef. Wir hätten auch mit Legern kämpfen können gegen Kramchef. Ich mache denselben Fehler immer wieder. Gibt's zu, Leute. Ihr denkt euch Beli. Steinhagel ist eh... Oh, Borschnabel. Natürlich, vierfach schwächt, wir sind down. Ich mache den Fehler immer... Immer, 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 immer wieder. Ich sag's euch, ich mach den Fehler immer, immer, immer wieder. Okay, Legan kommt in den Kampf. Wir hätten uns Neosan sparen können, der hat ja eine Vierfachschwäche. Ja, mal gucken, wie lang dieser Part wird. Oh, Eis ist Kälte, bin ich behindert? Eis ist Kälte. Und Borschnabel ist auch noch sehr effektiv. Komm, wenn du mich jetzt one-hittest... Dann bin ich aber sauer. Und Eiseskälte trifft! LOL, Leute! Unglaublich, Eiseskälte trifft und Kramchef ist kaputt. Ist logisch, weil Eiseskälte ist ein One-Hit-Move. Der One-Hitted immer, wenn er trifft. Trifft aber so gut wie nie. Ein K.O.-Treffer. Kramchef ist weg. Was kommt jetzt? Es hagelt. Logisch. Hagelsturm kann ganz nützlich sein. Und jetzt kommt Glurak. Ich werde Takaya gegen Glurak einsetzen.
und hoffen, dass Glurak keine Chance gegen uns hat. Und ich denke fast, dass ich vor dem nächsten Part noch ein bisschen powerleveln werde, so auf 95. Könnt mir ja in den Kommentaren schreiben, was ihr davon denkt. Zu dem Powerleveln bis 95. So, dann kommt ja auch schon der Surfer. Ja, in der letzten Folge habe ich euch übrigens gefragt, in der letzten Pokémon-Folge, welche Evoli-Entwicklung ist euer Favorit und wieso? Und ich möchte auch meinen Senf dazu geben. Bei mir schwankt es so. Ich mag viele von den Evoli-Entwicklungen. Ich finde zum Beispiel Folipurba ziemlich cool. Ich finde Blitzer ziemlich cool, Aquana cool. Es gibt so viele... Ah, Glurak wird zurückgerufen. Es gibt so viele Pokémon, so viele Evoli-Entwicklungen, die toll sind. Oh, Brutalander. Leute, wer von euch hat eine Kugel für mich? Ich will mich umbringen. Ganz ehrlich. Boah, Mann, Brutalander. Willst du mich verarschen, oder wie? Brutalander. Es hagelt. Lasst mich raten, was Brutalander macht. So, A, Brutalander fliegt. B, Brutalander fliegt. C, Brutalander fliegt und fuckt mich dabei ab. Ja! Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn Brutalander in euer Gesicht fegt. Ganz einfach. Ich bin nicht verrückt. Ich sehe nur so aus. Oh, Draco-Meteor. Wenn's mal das ist. Okay, Teutobot ist besiegt. War ja klar, es war auch ein Decoy sozusagen, um einfach mal ein bisschen Hagelsturm-Damage zu sammeln. Und so weiter und so fort. Wir werden jetzt... Ja, Heimdall wird eh nicht schnell genug sein, Legan. Aber wir versuchen es jetzt mal. Blizzard. Setzt Feuersturm ein. Kann der gar kein fliegen. Ah, wir überleben den Feuersturm auf gar keinen Fall. War logisch. Wir konnten die HP schon ganz schön runterkloppen. Ich bin jetzt mal so unfair und ich kämpfe mit Sparta. Ich werde jetzt einfach mal... Laubkling ist, glaube ich, eine blöde Idee, aber Erdbeben genauso wenig, wa? Mal testen, Erdbeben. Es hat keine Wirkung, war klar. Setzt Ruheort ein. Bedeutet, dass er sich healt. Dafür seine Flugdingsi verliert. Es hagelt natürlich, ist ja klar, es hagelt ja immer noch. Das wird ja ein unglaublich langer Part. Und meine Fans werden mich dafür unglaublich hassen. Oder viele werden es unglaublich wenig gucken. Erdbeben. Es hat keine Wirkung. Er hat doch gerade Ruheort gemacht. Da verliert er doch seine Flugfähigkeit. Es ist doch eine Unverschämtheit. Wenn wir jetzt Sparta missbrauchen, um Dings wieder zu beleben. Um Legan wieder zu beleben. Ah, kurz vorspulen, auf geht's. Ging daneben, Hagel. Ah, nix Beleber. KP-Erholung, Übertrank. Legan. So. Jetzt warten, bis Sparta down ist. Setzt Feuersturm ein, was natürlich cool ist, weil er dann wieder selber Damage frisst. Alles, was wir kriegen müssen, ist ein Dings durchgeht. Ein Eissturm da. So, ein Eis-Blizzard. Muss durchgehen. Jetzt haben wir halt das Problem, was ist, wenn er Ruheort einsetzt. Eigentlich von unserem Vorteil, weil wenn er Ruheort einsetzt, ja, dann verliert er ja eine Runde. Und ich denke, dass wir Brutalander one-hitten mit Blizzard. Jetzt Feuersturm 1, dürften wir vielleicht mit Glück... Ah gut, wir haben eine Vierfachschwäche Feuer. Überleben wir nicht. Vierfachschwäche Feuer? Ah, ah. Keinen Fall, überleben wir nicht. Verdammt. Oh, wir haben es überlebt. Blizzard trifft. Oh, Leute, ich... Ein Brutalander im Kampf und es hat nicht Fliegen eingesetzt.
Leute, wenn ihr jemals gegen mich online kämpfen solltet oder so und ihr einen Brutalanter im Team haben solltet, dann kacke ich euch in den Briefkasten. Ja. Dann kacke ich euch richtig dick in den Briefkasten rein. Nur, dass ihr es schon mal wisst. So lieb habe ich euch. So, dann kommt jetzt Glurak zurück. Da werden wir wieder zurück auf Takaya wechseln. Ich weiß gar nicht, ob Pokémon schon aufgelevelt sind jetzt in dem Part. Das wird jetzt gleich wieder eine Sucherei, so, na, im Nachhinein, wenn ich dann hier den Rahmen mache und so. Top-Genesung! Weil ich dann ja suchen muss, ob hier Pokémon aufgelevelt sind, aber ich glaube nicht. Ich gucke einfach nach dem Part mal. In die Level. Ich glaube, einer ist aufgelevelt. Meine ich. Auf 91. Sparta oder so. Ist ganz lustig, lustig, lustig. Du bist lustig. Flammenblitz, Flammenblitz, Flammenblitz. Du bist ein Schlitz, du bist ein Schnitz, du bist ein Kritz. Überleb den Flammenblitz, sonst hast du ein Problem, Takaya. Ich hasse dich, Takaya. Aber Glurak ist auch down. Aber ich hätte gern Takaya noch so gehabt, so. Es hagelt? Ja, ist ja kein Pokémon da zum draufhageln, so, ne? Ja, dann kommt hier mal Heimdall in den Kampf. Der ist, glaube ich, noch unberührt. Kommt hier noch Orna Tuska. Was können wir auf Natuska machen? Ich überlege gerade. Ja, schlecht. Knirscher. Dürfte eigentlich nicht sehr effektiv sein. Ist es auch nicht. Ja, dann, weil die Folge sonst zu lang wird, auch wenn es ein bisschen asynchron jetzt ist wahrscheinlich, spule ich ein bisschen und werde Folgendes machen. Ich werde Hypertrank legen. Komm schon. Hypertrank. Nee. Wechseln das Pokémon aus. Legan kommt in den Kampf. Ah, das kommt, das spulen wir jetzt noch. Ein bisschen hier. So, und jetzt. Blizzard und dürfte treffen, dürfte sehr effektiv sein und ja. Hoffentlich. One Hit Down. Wollen wir es doch mal hoffen? Ist es auch? Gut, gut. Es hagelt, ist ja klar, ne? Hagelt ja immer, wenn unser Legan im Kampf ist. Kingler! Du hast ein Stirnband zu Hause. Frag mich nicht, wie ich darauf komme. Schwertanz. Oh mein Gott. OMG. Diese Ultimate Schwertanz. Kriegen eine fette Holzhammer in deine Fresse rein. Der Kingler dürfte jetzt eigentlich kaputt sein. Ja, wir haben unseren Rivalen Khan besiegt, würde ich sagen. Den finalen Kampf gegen Khan oder den vorletzten Kampf. Ja, Leute. Ich bin für die Pokémon-Liga wohl noch nicht bereit. Sonst würde ich ja nicht gegen dich verlieren. Verflixt noch eins. Passt du nur auf, sage ich dir. Ich werde stärker und schlage mich bis zur Pokémon-Liga durch. Ich werde nämlich der Champ, der härteste Trainer schlechthin. Villiers, sieh zu, dass du ungeschlagen bleibst, bevor ich dich dann schlage. Und es war jetzt bestimmt asynchron, Leute. Es tut mir leid. Ja, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir uns die Pokémon-Liga vornehmen. Bis dahin wahrscheinlich Power gelevelt auf 95. Sicher ist sicher. So, dann stellt sich mir hier noch die Frage, Zuschauerfrage, Leute. Hier zur Zuschauerfrage. Welche Top 4 in welcher Generation habt ihr am schwersten gefunden? Welchen Champ habt ihr am schwersten gefunden? So lautet die Frage. Welchen Champ welcher Generation habt ihr am schwersten gefunden oder am coolsten gefunden? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.